Der LS25 ist nun angekündigt und ja, wir haben CGI-Trailer und schon diverse Bilder gesehen, Interviews und. Das bedeutet aber noch lang nicht, dass im LS22 Schluss ist. Im Gegenteil, viele Leute hauen uns nochmal richtig guten Stuff auf den Markt, so wie beispielsweise Tobi mit dem Update seines T7. Und damit herzlich willkommen auch hier in diesem kleinen Let's Test bzw. zur kleinen Vorstellung des Updates von Tobi. Das Fahrzeug selber hat ja schon einen echt extrem hohen Detailgrad und Funktionsgrad. Man möchte eigentlich sagen, dass das Teil hier absolut State of the Art ist und zeigt, was eigentlich prinzipiell alles möglich ist. Am Modell selber wurde da auch nochmal ein bisschen was verändert. Beispielsweise sind originale Felgen an Vorder- und Hinterachse verbaut worden und entsprechend auch an die bestehende Reifendruckanlage angepasst worden. Das komplette Modell sowie die Texturen dazu wurden auch hier und da nochmal korrigiert, neu aufgebaut, ein paar Sachen ausgetauscht, damit das eben noch näher an die Realität rankommt. Auf dem Dach findet ihr jetzt eine kleine Antenne, die sich auch entsprechend der Fahrt bzw. Bewegungsrichtung des Fahrzeuges mitbewegt, was gerade für Spieler, die von außen spielen, eine extrem coole dynamische Sache ist. Aber nicht nur außen gibt es Neuerungen, sondern auch im Innenraum. Beispielsweise wurde das alte IntelliView 4 Display gegen das IntelliView 12 Display bzw. Terminal ausgetauscht, um nochmal diesen Up-to-Date-Wipe mitzugeben. Dabei wurden auch alle Terminals im Blender überarbeitet und haben auch allesamt eine entsprechende Verkabelung bekommen. Auf dem Lenkrad-Display bzw. dem Display hinter dem Lenkrad, je nachdem wie ihr das konfiguriert, hat Tobi jetzt auch eine Startanimation eingebaut. Ist ein kleines Detail, bringt für mich persönlich aber eine Riesenwirkung. Ziemlich cool. Und auch die ganzen Inhalte, der Dashboard-Live-Content quasi, den ihr im Fahrzeug drin habt, wurde überarbeitet, erweitert, ergänzt. Ihr habt dort sämtlichste Informationen. Es ist einfach unglaublich. Es zeigt einfach, was alles geht. Und damit ihr den Überblick darüber nicht verliert, ist auch eine entsprechende Erklärungs-PDF mit zum Download angehangen. By the way, die Links findet ihr in der Videobeschreibung sowie in meiner Modliste. So habt ihr jetzt im Innenraum beispielsweise drei Bildschirme, worauf ihr verschiedenste Informationen splitten könnt. Das ist schon eine absolute Knaller und bietet alle Übersicht, die du benötigst, und hat es überhaupt nicht mehr vonnöten. Kleines Praxisbeispiel. Ihr seid auf einem Feld und wollt eure Feldfläche ansehen. So könnt ihr diverse Informationen auf den Bildschirm verteilen, wie beispielsweise den Reifendruck auf dem einen Bildschirm, die Statusanzeige der Drille auf dem zweiten Bildschirm und auf dem dritten Bildschirm hat man noch so ein bisschen die Minimap mit drin. Das ist alles noch so ein bisschen Work in Progress, was den dritten Bildschirm angeht. Aber das ist halt schon ziemlich crazy, was dort alles angezeigt wird. Beispielsweise, was ihr seht, was die Pflegebreite ist, wie viel Hektar ihr in der Stunde macht, was eure Arbeitszeit überhaupt angeht und so weiter und so fort. Also ja, du hast hier einfach dann alles im Überblick. Von der technischen Seite mal ganz abgesehen, gibt es auch noch neue Sounds beim New Holland, wie beispielsweise generell den Motorsound, Idle, Start, Run und so weiter und so fort. Aber eben auch IC-Sounds, die wir uns in dem Beispiel jetzt mal ein bisschen genauer anhören wollen, während wir von einer Szenerie zur nächsten wechseln.
Im nächsten Beispiel haben wir einen Ladewagen dran, um Gras aufzuladen. Und das Coole ist, so wie man das alte Gerät abkoppelt und das neue Gerät ankoppelt, merkt das das Fahrzeug und blendet die entsprechende ISOBUS-Seite für das jeweilige Gerät ein. Und dort sind die Informationen wieder anders angeordnet, es ist anders designt und du hast Animationen überall. Das ist, glaube ich, so das, was den T7 extrem besonders macht. Im letzten Update hat Shifty bzw. Tobi hier nochmal richtig einen draufgesetzt. Und bevor ich euch wirklich alles im Detail zeige, sage ich euch, klickt in die Videobeschreibung, ladet euch das Fahrzeug runter, ladet euch DPL und Interactive Control runter und habt einfach Spaß, probiert's aus. Es ist einfach richtig geiles Spielerlebnis mit diesem Teil. Ich bedanke mich fürs zur Verfügung stellen von Tobi natürlich an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel Spaß damit, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.